Noch macht der Marlene-Dietrich-Platz einen ungastlichen Eindruck. Doch ab kommendem Dienstag wird hier der rote Teppich für die Stars der nunmehr 64. Berlinale ausgerollt. Darunter Catherine Deneuve, Uma Thurman, Bill Murray und Matt Damon. Doch damit beantwortet sich nicht die Frage aller Fragen. Kommt er oder kommt er nicht? Ich darf Ihnen verraten, dass das auch eigentlich die einzige Frage war, die bisher gestellt worden ist, zum diesen doch ungefähr 74 Pressemeldungen, die wir über Sie abgeworfen haben die letzten 3 Wochen. Wir haben, glaube ich, alles gemeldet, was es gibt, und wir haben uns überlegt, ob wir nur eine einzige Seite machen, wo drauf steht, er kommt. Die ganze Berlinale ist ein einziger G-Spot. Der Hollywood-Star wird auf der Berlinale seinen außer Konkurrenz laufenden Film Monuments Man vorstellen. Ein Thriller über Museumsleute, die im Zweiten Weltkrieg Kunstschätze vor den Nazis in Sicherheit bringen sollen. Rund 400 Filme werden vom 6. bis zum 16. Februar im Wettbewerb und in den Sektionen gezeigt. Und der Zoopalast als Berlinale Kino ist in diesem Jahr nach dem Umbau wieder mit dabei. Es ist ein wunderbares Kino wieder geworden. Und wir freuen uns, dass dort nicht nur Panorama, der Kurzfilm, spielt, sondern dass auch die zusätzlichen Generationen wieder spielen. Die Fans am roten Teppich des Berlinale-Palastes können sich in diesem Jahr auch über eine Neuerung freuen. Heiße Getränke sollen ihnen das Warten auf die Stars in der Kälte erleichtern.